Zu Beginn unserer gemeinsamen Meditation macht euch bitte noch einmal bewusst, dass jetzt die Achtsamkeit absoluten Vorrang hat, dass wir nach wie vor hier in dieser Halle sitzen, um ganz intensiv den gegenwärtigen Moment zu erleben. Um unserer Aufmerksamkeit die Möglichkeit zu geben, sich zu festigen im gegenwärtigen Moment, beginnen wir mit einer Ruhemeditation. Machen uns die ganz einfache Tatsache bewusst, dass wir atmen immer wieder ein und aus. Dadurch, dass wir jeden einzelnen Atemzug aufmerksam verfolgen, beginnen wir mehr und mehr diesen menschlichen Körper zu spüren. Nicht nur in den Regionen, in denen der Atem aktiv ist, sondern ganz allgemein eine den ganzen Körper betreffende Achtsamkeit. Der ganze Körper füllt sich mit dieser Leichtigkeit der Aufmerksamkeit.
ja, wenn ein durch den Atem unterstütztes Empfinden des ganzen Körpers hineinfinden, desto mehr beruhigen sich auch die Sankharas, die mit unserem Körper zu tun haben. Die Unruhe in uns, die davon kommt, dass unser Aktivitätsdrang immer wieder auf sich meldet, immer wieder aufblitzt. Wenn wir uns hier und jetzt wohlfühlen in diesem Körper, dann brauchen wir diese Aktivitäten immer weniger und weniger. Erleichterung. Einmal nichts mit diesem Körper tun zu müssen. Das Atmen geschieht ganz von selbst. Unser Geist doch einen Gedanken ausspinnt, dann spüren wir das schnell in diesem Ganzkörpergewahrsein, dass eine Unruhe, eine Irritation, ein Echo dieses Gedanken, den wir dann wieder ganz schnell fallen lassen können. Den ganzen Körper empfindend atmen wir ein und aus. Und die Körpersankharas kommen immer mehr zur Ruhe.
Versucht einmal darauf zu achten, ob das Zur-Ruhe-Kommen des Sankharas eine angenehme Empfindung in eurem Geist hervorbringt. Wenn wir diese Ruhe als etwas Heilsames erkennen, empfindet unser Geist es als angenehm. Immer wieder den ganzen Körper empfindend, die Körpersankharas beruhigend, atmen wir ein und aus. Und achten auf die angenehme Empfindung, die das zur Ruhe kommen der Sankharas in uns auslöst.
Wenn wir uns bewusst machen, dass diese angenehme Empfindung zusammen mit der Wahrnehmung der angenehmen Ruhe auch beides nur Aktivitäten sind, Aktivitäten unseres Geistes, können wir auch diese Interpretationen langsam beruhigen den Körper, auch den Geist ganz zur Ruhe kommen lassen. Dabei den Atem aus dem Blick zu verlieren. Atmen wir ein und aus und beruhigen dabei die geistigen Aktivitäten. Klarer, stiller Geist und das Atmen. Nichts anderes ist mehr wichtig.
diesem klaren, stillen Geist wenden wir uns jetzt der Körperlichkeit zu, die in jedem Ein- und Ausatmen zu spüren ist. In der Nase, in der Brust, im Bauch. Fließen. Bewegung der Atemluft. Wir spüren die Empfindungen, die unser Geist auf diesen Fluss der vier Elemente projiziert. Jeder Atemzug wird von unserem Geist als angenehm, unangenehm oder neutral empfunden. Jeder Atemzug wird vom Geist wahrgenommen als ein Einatmen oder als ein Ausatmen.
ganz leicht sind, auch die Sankharas zu spüren. Diese Absicht, sich auf das Ein- und auf das Ausatmen zu konzentrieren. Aber bleibt einmal bei der Wahrnehmung des Einatmens und Ausatmens. Besonders des Einatmens. Macht euch jede Wahrnehmung Einatmen einmal ganz deutlich bewusst. Jedes Mal, wenn wir einatmen, kommt die Wahrnehmung dazu. Das ist dann Einatmen. Bei jedem Einatmen die Wahrnehmung des Einatmens. Versucht es einmal beim Ausatmen, euch bewusst zu machen, dass die Wahrnehmung Einatmen nicht mehr da ist. Sich aufgelöst hat.
der Wahrnehmung des Einatmens löst sich immer wieder auf. Nicht nur diese eine Wahrnehmung, alle Wahrnehmungen, die wir in unserem langen Leben schon erlebt haben, die vielen, die noch kommen werden, die wichtigen und unwichtigen, unsere eigenen Wahrnehmungen, die aller anderen Wesen. Wahrnehmung folgt immer im Lauf der Unbeständigkeit, wird erlebt und löst sich auf. So wie wir es jetzt bei jedem Einatmen erleben und bei jedem Ausatmen. Die Wahrnehmung des Einatmens wird getragen oder wird projiziert auf das Bewusstsein. Das Bewusstsein, das sich ungefähr so anfühlt, ich bin der oder die, die das Einatmen spürt. Ich bin der, der das Einatmen spürt. Versuch das einmal bei jedem Einatmen zu entdecken. Ich bin die, die das Einatmen spürt. Beobachtet, wie sich dieses Bewusstsein auflöst, wenn das Einatmen endet. Dieses eine an das Einatmen gebundene Bewusstsein löst sich vollkommen auf.
Nicht nur das Bewusstsein jedes Einatmens, jede Form des Bewusstseins, das wir schon erlebt haben, hat sich genauso aufgelöst. Das Bewusstsein beim Kuchenessen, das wir uns vielleicht gerade noch erinnern können. Bewusstsein, das gerade bei den Fragen und Antworten zugehört hat. Die vielen Bewusstseinsmomente, die wir während dieser Meditation schon erlebt haben, sie alle haben sich wieder aufgelöst. So wird das weitergehen, solange Bewusstsein stattfindet. Ganz egal, welchen Inhalt es erleben wird. Es wird seinen Inhalt präsentieren und sich dann auflösen. So wie jetzt, wenn wir es beim Atmen beobachten können. Aber vielleicht können wir das Verlangen in uns identifizieren. Verlangen nach Stabilität, nach einem festen, beständigen Selbst, das dazu führt, dass diese Daseinsfacetten immer wieder zusammengeklebt werden. Dieses Verlangen in uns erkennen. Warum lassen wir es dann nicht zur Ruhe kommen? Warum lassen wir nicht einmal den Anspruch auf ein Selbst völlig fallen?